Was wäre die Welt ohne Kaffee? Allein 90% aller erwachsenen Deutschen greifen allmorgendlich zur Tasse. Der bittere Sud ist, noch vor Bier, das Getränk Nummer 1 und nach Erdöl das zweitwichtigste Welthandelsprodukt. Aromatisch, belebend, schwarz und stark. Das Geheimnis für diesen beispiellosen Siegeszug liegt im Innern der Kaffeebohne verborgen, das Koffein. Koffein wirkt anregend auf das Nervensystem, stimuliert die Muskeltätigkeit, es regt die Verdauung an und spiegelt vor, einen klaren Kopf zu haben. Außerdem unterdrückt es das Müdigkeitsgefühl. Es ist die am weitesten verbreitete und tolerierte Droge unserer Gesellschaft. Wenn der Körper schon längst nach Stillstand verlangt, hält sie uns in Gang. Kaffee, Nikotin und Alkohol, die kleinen Helfer für den täglichen Gebrauch. Sie sind die Schmiermittel der Gesellschaft. Diese Gesellschaft würde ohne Drogen überhaupt nicht funktionieren. Und zwar angefangen von den kleinen, harmlosen Alltagsdrogen, von denen wir bereits gesprochen haben, den Uppers und Downers, den Dingen, die uns morgens in Gang bringen, Kaffee oder Tee, Zigaretten, also Nikotin, bis hin eben zu den Produkten, die uns abends wieder den Schlaf garantieren, damit wir am nächsten Morgen ausgeruht wieder unsere Arbeit erfüllen können, aber vor allen Dingen natürlich über die breite Palette der Pharmaindustrie, die uns für jede Situation, die denkbar ist, mittlerweile Produkte offeriert, die uns am Funktionieren halten. Die meisten Menschen sind auf irgendeiner Droge drauf, oft ohne es zu wissen. Neben Kaffee und Nikotin sind für viele Menschen Medikamente notwendig, um den Tagesablauf reibungslos zu schaffen. Dabei sind Kopfschmerzen oft ein Symptom für Stress oder Überforderung. Die Antwort auf den Druck der Gesellschaft. Wer in solchen Momenten Präparate mit Suchtpotenzial einnimmt, bringt dadurch nicht mehr Leistung, sondern gefährdet sich eher. In doppelter Hinsicht. Einerseits werden die wahren Ursachen der Kopfschmerzen nicht bekämpft, andererseits kann durch das regelmäßige Einnehmen eine Abhängigkeit entstehen. Trotzdem, der Verkauf von suchtfördernden Medikamenten nimmt zu. Die Angst, nicht fit zu sein, den Anforderungen nicht zu genügen, treibt die Menschen zum Kauf von Koffein- und Codeinhaltigen Schmerzmitteln. Was gäbe denn? Ich hätte gerne eine Packung Tenofovir. Kopfschmerztabletten für ganz normale Kopfschmerzen, jetzt migräneartige Kopfschmerzen. Es sind ein bisschen stärker, da haben sie den Wirkstoff vom Aspirin drin, das Paracetamol und Koffein, was einen schnelleren Wirkungseintritt bringt. Ja, möchten Sie denn gerne 10 oder 20 Stück? Die größere gleich bitte. Im Durchschnitt nimmt jeder Bundesbürger jährlich über 1000 Pillen ein. 8% der Präparate besitzen Suchtpotenzial. Rund 52 Milliarden Mark werden jährlich für Medikamente ausgegeben. Wenn solche Summen im Spiel sind, kommt die Aufklärung zu kurz. Dabei sind die Konsumenten auf die Informationen der Pharmaindustrie angewiesen, ob und welche Suchtgefahr besteht. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Alltagsdrogen ist gewaltig. 1,5 Millionen Deutsche sind medikamentenabhängig. 840.000 Frauen und 660.000 Männer greifen regelmäßig zu Präparaten mit psychoaktiver Wirkung. Beim Tabak fällt die Bilanz noch drastischer aus. 100.000 Menschen sterben an den Folgen des Tabakkonsums. Die Dunkelziffer liegt noch um ein Vielfaches höher. Bei 80% der Lungenkrebstoten ist Rauchen die Ursache. Die Volksdroge schlechthin, das heimliche Suchtmittel Nummer 1, ist jedoch der Alkohol. Über 50% trinken. Mehr als 9 Millionen Deutsche riskieren durch übermäßigen Alkoholkonsum regelmäßig ihre Gesundheit. 2,7 Millionen davon tragen bereits irreparable Schäden davon. Da erscheinen Alltagsdrogen wie Schokolade und Süßigkeiten eher harmlos. Doch wer mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag zu sich nimmt, schädigt seinen Organismus. Der Versuchung Alkohol und Nikotin erliegen vor allem Jugendliche. Erst wer raucht und trinkt, fühlt sich in die Welt der Erwachsenen aufgenommen. Der Konsum von Alltagsdrogen als Initiationsritus hat Tradition. Werbung und Gruppendruck tun ein Übriges. Je früher der erste Vollrausch erlebt wurde, desto besser. Meistens bleibt es nicht beim ersten Mal. Der Gewöhnung sind Tür und Tor geöffnet.
Das Geschäft mit der Werbung für Alkohol und Tabak ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Auch der Staat verdient über die Steuer an den Alltagsdrogen nicht schlecht. Kein Wunder, dass rigorose Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel ein generelles Werbeverbot kaum durchsetzbar sind. Den einzelnen Menschen will ich nichts verbieten. Erstens einmal steht mir das eh nicht zu und es steht auch der Gesellschaft nicht zu, da einzugreifen. Wohl aber gibt es ein Recht der Gesellschaft, bei der Vermarktung von suchtabhängigkeit machenden Substanzen einzugreifen. Und deshalb bin ich dafür, dass man grundsätzlich zumindest im öffentlichen Raum als ersten Schritt Werbung verbietet für Tabak, für Alkohol, für Pharmaka. Über Risiken und Nebenwirkungen fragen sich ein Arzt oder Apotheker. Alleine wie das im Fernsehen runtergerasselt wird, zeigt den ganzen Zynismus. Alkohol nimmt einen breiten öffentlichen Raum ein. Über 20 Fernsehsender finanzieren sich heute ausschließlich aus Werbeeinnahmen. Alkohol ist Programm. Eine große Brauerei beschert uns den Sonntagskrimi, eine andere präsentiert uns das Fußballspiel. In jeder Werbeunterbrechung offenbart sich uns das einzig Wahre: Weitertrinken. Was wären dann Ihre anderen zwei? Und obwohl Zigarettenwerbung zumindest im Fernsehen verboten wurde, erreicht auch sie über den Umweg Formel 1 weiterhin ihren Adressaten. Die Ferrari-rote Botschaft: weiter rauchen und entspannt am Abenteuer teilnehmen. Na, die Container da hinten müssen doch noch weg. Aber wohin? Wir haben erst dann, so die Werbung, genießen wir unser Leben richtig und sammeln die nötigen Kräfte für den nächsten Tag. Wir kommen besser durch den Tag und wir schaffen uns im Tag auch kleine Genussinseln. Das heißt also, wir erleben das, was eigentlich uns die Glücksforscher auch als positiv beschreiben und auch als gesundheitsfördernd, nämlich Momente, kleine Momente, aber immerhin Momente des Glücks, in denen wir Stress weitestgehend abgebaut haben, in denen wir im Einklang mit uns selbst sind, in denen wir genießen, in denen wir etwas schön finden. Jede Droge hat ihren eigenen Mythos, sorgsam gepflegt von Werbeindustrie und Marketing-Spezialisten. Ob cool, entspannt, erfrischend oder spritzig, die Hochglanzvorbilder bieten uns eine komplette Palette von Lebensgefühlen. Der Konsument kann sich fühlen, wie er sich träumt. Er muss nur kaufen. Das Bewusstsein dafür ist inzwischen da, dass also Werbung natürlich sehr mächtig ist, weil sie Lifestyles eigentlich verkauft. Nicht so sehr das Produkt selber, sondern das, was um das Produkt herum an Aura, an Lifestyle kreiert wird. Und das ist das Eigentliche, was die Kinder und Jugendliche vielleicht zu früh zu manchen dieser Alltagsdrogen hinführt, also Zigaretten, Alkohol. Man ist cool, man ist hip, man ist in, wenn man Lifestyle-Drogen, möchte ich sie jetzt mal nennen, nicht nur Alltagsdrogen, konsumiert. Kleine Fluchten aus dem Alltag also, die gewährleisten, dass wir auf kollektiver Ebene reibungslos funktionieren. So betrachtet wird in diesem fränkischen Weinkeller nicht nur trockener Riesling produziert, sondern der Stoff, der unseren stressgeplagten Alltag im Innersten zusammenhält. Die Geheimnisse und die Heilkraft gerade des Weines sind sprichwörtlich. Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste, unter den Arzneien die schmackhafteste, unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste, wusste schon Plutarch zu berichten. Eine Weisheit, die moderne Medizin heute noch stützt. Alkohol in Maßen konsumiert beugt Herz- und Kreislauferkrankungen vor und senkt die Blutfettwerte. Allerdings sind die gleichen Sedimente auch im gewöhnlichen Traubensaft enthalten. Auch dieses Argument der Weintrinker dient also letztendlich nur dem schönen Schein. Wie Sucht entsteht, lässt sich am Beispiel Zucker erläutern. Gesüßte Speisen liebt schon jedes kleine Kind. Je süßer, desto besser. Und das Interesse steigert sich im Laufe der Jahre. Zucker setzt zwar Glückshormone frei, liefert aber keine langanhaltende Energie. Die Folge? Ein von klein auf konditioniertes Essverhalten. Fast alle Fast-Food-Produkte, auf die Kinder und Jugendliche so abfahren, von Cola über die Pizza, wo der Teig mit Zucker versüßt ist, über das, was bei McDonald's angeboten wird, in all diesen Produkten ist Zucker drin. Jeder Kindergeburtstag ist gerettet, wenn sie Fischstäbchen machen. Nun fragt man sich, Moment mal, wieso sind Kinder so scharf auf Fisch? Nein, die sind nicht scharf auf Fisch. Die sind scharf auf den Zucker, der in der Panade drinnen ist.
Das mögen sie. Also es ist etwas, was Kinder wollen. Und das ist der erste Stoff, von dem wir eine Abhängigkeit entwickeln. Der Mechanismus, der zur Abhängigkeit führt, ist immer der gleiche. Was für die eine Droge gilt, trifft auch bei anderen Substanzen zu. Und alle Menschen sind dafür anfällig. Jeder Mensch ist eigentlich dafür sozusagen prädestiniert, weil wir ja über Drogen lernen. Ja? Wir lehren dem Gehirn sozusagen, Drogen zu nehmen, als Bewältigungsstrategie auch unter Umständen auch einzusetzen. Und der Übergang kann schnell gehen. Wenn Sie jeden Tag am Abend, wenn Sie nach Hause kommen, von der Frau zur Beruhigung und zur Umstellung nach einem grauen, stressigen Tag, ja, Alkohol trinken, dann lernen Sie das natürlich. Dann assoziieren Sie den Alkohol, diesen Sundowner, diesen Beruhigungscocktail, ja, mit der Umstellung grauer Alltag in sozusagen in Ihren Feierabend, in angenehme Situationen. Dadurch werden Sie natürlich sehr schnell konditioniert. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Problem, das Sie sonst nicht bewältigen können und sagen, mir hilft der Alkohol. Wenn ich da ein, zwei Cognacs trinke, ist es weg. Dann fühle ich mich wieder wohl. Auf den kindlichen Zuckerkonsum folgen koffeinhaltige Getränke, Nikotin und Alkohol. Eine Kette, die entsteht, weil wir Symptome verdecken und Schwächen verbergen. Unser Basisprogramm lautet Lust gewinnen, Schmerz vermeiden. In den Genussmitteln sind Substanzen enthalten, die nun direkt an unser Lust- und Schmerzzentrum andocken. Dort wirken sie, je nach Bedarf, stimulierend oder hemmend. Ein Effekt, der besonders in einer rationalisierten und funktionalen Gesellschaft willkommen ist. Reibungsloses Funktionieren, Konfliktvermeidung und Gewinnsteigerung sind die Ziele. Diejenigen, die bei diesem Wettlauf nicht mithalten können, die mit Stresssituationen nicht zurechtkommen, manövrieren sich ins Abseits oder sogar ins Aus. Wir gehen heute davon aus, dass eigentlich allen Drogen gemeinsam ist, dass sie auf ein sogenanntes Belohnungssystem im Zentralnervensystem einwirken. Das haben alle Säugetiere, soweit wir das heute sehen können. Wenn man es vereinfacht darstellt, besteht dieses System in erster Linie aus Dopamin freisetzenden Nervenzellen, die unter Kontrolle von sogenannten Interneuronen stehen, die hemmend auf diese Struktur wirken. Und über ganz verschiedene Angriffspunkte greifen aber alle Drogen, die wir kennen, legal und illegal, greifen auf dieses Belohnungssystem zu. Es ist ein Bewertungssystem, das sagt, das ist gut, mach weiter mit der Strategie oder verwerfe die Strategie. Ganz einfach ausgedrückt, zum Beispiel wenn Sie Alkohol trinken, merken Sie, wenn Sie ein ängstlicher Mensch sind, sehr rasch, dass Alkohol diese Angst wegnimmt. Alkohol lässt Hemmschwellen sinken und hebt Grenzen auf. Allerdings führt übermäßiger Genuss auch zu gesteigerter Reizbarkeit und Gedächtnisschwäche. Diese Nebenwirkungen werden in Kauf genommen, weil in einer zunehmend emotionslosen Gesellschaft der Kontrollverlust als eine Befreiung angesehen wird. Die Selbstkontrolle innerhalb des Berufslebens mit seinem ständig wachsenden Konkurrenzdruck wird immer wichtiger. Da wirkt Alkohol in der Freizeit wie ein Katalysator, der die verkümmerte soziale Kontaktaufnahme erleichtert. Aber es hat natürlich auch mit der psychischen Situation des betreffenden Menschen zu tun, ob eine Droge negative oder positive Auswirkungen hat, ob es nur ein Anregungsmittel und Genussmittel ist oder ob es eben wirklich eine Substanz wird, die Menschen suchtabhängig macht, in Abhängigkeit bringt, ihre Autonomie raubt, sie letzten Endes krank macht. Dort, wo hohe Flexibilität, Schnelllebigkeit und Leistungsdruck, wo das Extrem zum Ideal erkoren wird, dort ist die Modedroge Kokain eine willkommene und gern genutzte Lösungsstrategie. Scheinbar ermöglicht sie es, Höchstleistungen am laufenden Band abzurufen. In Wirklichkeit führt sie zum totalen Realitätsverlust. Wenn man sagt, ich bin eigentlich nur wirklich top, wenn ich Kokain nehme, dann bin ich wirklich top. Dann platzen aus meinem Hirn die besten Ideen raus, dann bin ich so drauf, im Sex geht alles wesentlich besser, ich erlebe das ganz intensiv. Dann sagt das Gehirn natürlich, okay, mach das nächste Mal wieder so. Wenn du dich so ein bisschen drunten fühlst, wirf da so ein Ding ein, bist wieder oben, bist wieder gut drauf. Ja?
Das sind die Strategien, die man dann lernt. Dass das natürlich Talmi ist, einfach nur sozusagen eine Scheinwelt, in die man sich rein manövriert, das merkt das Gehirn eigentlich nicht genau. Und über diese Schiene können Sie natürlich lernen, dass Sie nur toll abtanzen können, wenn Sie Ekstasy haben. Natürlich wird jeder denkende Mensch sagen, okay, das ist Quatsch, das ist ja nur die Substanz, die das macht. Aber nach einer gewissen Zeit können Sie das gar nicht mehr anders, weil Sie ja die Erfahrung haben, dass es wirklich nur toll war, wenn Sie das hatten. Der Konsum harter Drogen führt zur psychischen und zur physischen Abhängigkeit. Heroin verändert das Persönlichkeitsbild, schwächt seelische Filter und Hemmungen ab. Ein starkes Glücksgefühl, ausgelöst durch die Droge, brennt sich im Gedächtnis ein. Ständig wird versucht, dieses Gefühl zu wiederholen. Ständig muss die Dosis erhöht werden. Das Ende dieser Entwicklung, der soziale Abstieg. Die Droge wird zum Surrogat der Wirklichkeit. Der Wunsch nach Sensation und Befriedigung mutiert zum Wunsch nach der Droge. Ohne fremde Hilfe kommen die meisten Abhängigen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Aber keine Droge kann dem Menschen etwas geben, was nicht bereits in ihm angelegt ist. Ich bin überzeugt davon, dass es ein menschliches Bedürfnis nach Rauscherfahrung gibt. Ich stimme auch dem Lübecker Richter Neskowitsch zu, der sagt in einem Urteil, es gibt auch ein Recht auf Rausch. Niemand kann das den Menschen verbieten, sich zu berauschen. Es gibt viele Formen von Rausch. Substanzgebundener Rausch, also etwa den Alkoholrausch, den wir kennen. Es gibt ja auch den Rausch der Begeisterung in einer Massensituation, etwa bei einem Fußballspiel. Das alles sind legitime Bedürfnisse von Menschen. Und sie sind auch unproblematisch, immer dann, wenn das Verhältnis von Rausch und Realität stimmt. Nach dem Rausch muss die Realität wiederkommen, unter anderem auch, um den Rausch genießen zu können. Permanent berauscht zu sein, das ist das Problem. Im Chemielabor des Bayerischen Landeskriminalamts finden sich Variationen von Rauchutensilien und verschiedenste psychoaktive Substanzen in allen Formen und stofflichen Zusammensetzungen. Der Gebrauch von Rauschmitteln, ein Phänomen, das sich durch alle Kulturen zieht. Jede Epoche hatte eigene Vorlieben. Ein und dieselbe Substanz, Alkohol oder Absinth, Laudanum oder Opium, kann in einem Kulturkreis als bedrohliches Rauschgift geächtet, in einer anderen Region hingegen als bereicherndes Genussmittel gefeiert werden. All das wissen wir im Grunde und trotzdem verdrängen wir es immer wieder, weil wir eigentlich die kurzfristigen positiven Wirkungen dieser Drogen schon brauchen. Ich denke, wenn wir sie so sehr brauchen, dass wir uns damit kaputt und krank machen, dann stimmt was mit unserem Leben nicht. Also ein Leben, das abhängig ist letztendlich und das nur funktioniert, wenn wir diese Drogen ständig und im Übermaß gebrauchen, ist nicht in Ordnung. Dann müsste man sein Leben überdenken. Durch die legale Droge Alkohol sterben über 100.000 Menschen pro Jahr. 2030 Drogentote durch illegale Substanzen im Jahr 2000 nehmen sich dagegen relativ geringfügig aus. Doch von der Öffentlichkeit wird die illegale Drogenszene als bedrohlich und gefährlich wahrgenommen. Vor allem das kriminelle Umfeld von der Prostitution über die Beschaffungskriminalität bis hin zum internationalen Drogenhandel bestimmt die Ängste. Trotz starker repressiver Maßnahmen des Staates hat der Drogenmissbrauch nicht nachgelassen. Im Gegenteil, die Zahl der Toten stieg im letzten Jahr um 12%. Und mehr als die Hälfte aller Drogentoten starben an einer Überdosis Heroin. Weder Strafandrohung noch Aufklärung konnten bisher verhindern, dass auch harte Drogen weiter einen starken Reiz ausüben. Bei Jugendlichen gibt es einen neuen Trend des Drogengebrauchs. Zunächst erschienen die Muntermacher in Pillenform. Später sahen Getränkehersteller einen Massenmarkt. Auf Ecstasy folgt der Energy Drink. Beiden Mitteln ist gleich: nicht der eigene Biorhythmus gibt den Takt vor, sondern die Substanzen, mit denen Wachsein und Müdigkeit gesteuert werden können. Fit im Job und in der Freizeit und am Wochenende 24 Stunden durchtanzen. Mit der Techno-Musik kam Ecstasy nach Deutschland. Die Wirkung der kleinen bunten Pillen erzeugt ein Gefühl von Harmonie und Glücklichsein. Gerade Jugendliche haben in einer immer komplexer werdenden Welt das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit. Hinter der steigenden Anzahl der Ehescheidungen verbergen sich immer mehr zerstörte Familien und gestörte soziale Verhältnisse. Die Folge bei den Jugendlichen ist eine Flucht in eine Traumwelt. Mindestens einmal in der Woche, am Samstagabend auf der Techno-Party.
Dann pulsiert der Bass in der Magengrube und die Wirkung des Ecstasys lässt in den Jugendlichen das vermisste Gefühl entstehen, die Welt liebt mich. Auch hier ist der Reiz der Droge größer als die Angst vor der Strafverfolgung, die kurzfristige Befriedigung von Träumen und Begierden mächtiger als die Vernunft. Auf der Suche nach ihrer eigenen Welt bietet die Droge den Jugendlichen einen idealen Fluchtpunkt gegenüber der Welt der Erwachsenen. Also mit Verboten läuft nichts. Das kann man heute wirklich als die Bilanz unserer verfehlten Drogenpolitik festhalten. Aber sie kompetent zu machen, ihnen die Informationen zu geben, an ihre Eigenverantwortung zu appellieren, das hat gewisse Erfolgsaussichten. Der Gebrauch der legalen Alltagsdrogen ist kulturell verankert. Jeder Subkultur folgt auch eine neue Droge, die zum jeweiligen Lebensgefühl passt. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts kommt mit Christoph Kolumbus der Tabak nach Europa. Damit beginnt die größte Drogenepidemie aller Zeiten. In weniger als 100 Jahren ist das Rauchen bis in den letzten Winkel verbreitet. Heute verglühen fast 5 Billionen Zigaretten jährlich. Die Zigarette ist ein Beispiel dafür, wie der Konsum sich Veränderungen in der Gesellschaft anpasst. Immer mehr Erwachsene wissen dank entsprechender Kampagnen um die Gefährlichkeit des Rauchens. An immer mehr öffentlichen Orten ist das Rauchen verboten. Der Nikotinkonsum geht deswegen seit Jahren langsam wieder zurück. Der Druck der Gesellschaft führt so zu einem Umdenken. Die Ausnahmen sind junge Frauen von 10 bis 20 Jahren. In dieser Rauchergruppe gibt es noch einen starken Zuwachs. Junge Menschen auf der Suche nach der persönlichen Herausforderung. Sich selbst an die Leistungsgrenzen zu bringen, im Rausch der Geschwindigkeit. Risikobereitschaft und Mut sind zwingend für das zeitgemäße Image. So wird die kurze Extremerfahrung zum Initiationsritus, zur Bestätigung der eigenen Vollwertigkeit. Das wahre Leben ist das Erleben für wenige Sekunden. Also was mir auffällt bei denjenigen, die eben Risikosportarten machen, die nach Erlebnis suchen, ist eine ständige Dosissteigerung. Die ist damit zu erklären, dass die gemachten Erlebnisse nicht zu etwas führen wie Erlebnistiefe. Das heißt also, es sind Erlebnisse, die sehr schnell auch wieder verfliegen, weil sozusagen neue Erlebnisse anstehen können. Das führt eben dazu, dass es zu einer Endlosspirale kommen kann, weil die Fähigkeit nicht gegeben ist, Erlebnisse für sich gewinnbringend zu verarbeiten. Am Anfang steht der Kick, zum Beispiel beim Bungee-Springen oder Base-Jumping. Die dabei ausgeschütteten körpereigenen Glückshormone sind nichts anderes als Opiate, nach denen der Sportler süchtig werden kann. Base-Jumping, das Springen von Hochhäusern mit einem Fallschirm, gehört zu den schwierigsten Fun-Sportarten. Hohes Risiko verbunden mit hohem Suchtfaktor. Wer einmal springt, wie Hannes Kraft, will es immer wieder tun. Steht bereit. Achtung, in 10 Sekunden erzählt schon. Dieser Punkt, wo man noch nicht weg ist, aber man kann nicht mehr zurück. Die Entscheidung ist schon da, man springt jetzt. Die ganze Muskulatur läuft schon, man ist schon am Wegspringen, aber man steht eigentlich noch mit den Füßen, aber man kann nicht mehr zurück. Das ist der interessanteste Moment eigentlich. So, das ist irre. Diese Männer haben ganz normale Berufe. Sie arbeiten als technischer Zeichner oder als U-Bahn-Fahrer. Aber in ihrer Freizeit gehen sie an die Grenzen des Menschenmöglichen. Sie springen von Wolkenkratzern und Klippen. Wie war das mit der Leiter hier? Alles, was höher ist als 200 Meter, übt auf Basejumper einen magischen Reiz aus. Yep. Im Moment des Absprungs steigt der Adrenalinspiegel um 700%. Wir sehen uns.
Der Kick ist für mich persönlich eine Wechselbeziehung zwischen verschiedenen Gefühlen. Das heißt also, für mich gehört zum Kick dazu ein bestimmtes Spannungserleben. Bis fast zur höchsten Spannung. Und dann dieses plötzliche Umkippen in eine völlig andere Gefühlslage, die jetzt nicht direkt gleichzusetzen ist mit Entspannung, aber mit einem außerordentlichen Glücksgefühl. Und diese außerordentlichen Glücksgefühle entstehen immer dann, wenn man sich in einer Situation erfährt, die man bisher noch nicht erlebt hat. Also derjenige, der eben zum ersten Mal im freien Fall aus dem Flugzeug springt, der hat ein unbeschreibliches Glücksgefühl, weil er sich vorkommt wie jemand, der frei wie ein Vogel durch die Luft schweben kann. Und das sind Dinge, die man auch im Alltagsleben eben einfach nicht erfahren kann. 3, 2, 1, go! Die Bundesrepublik entwickelt sich zu einer Erlebnisgesellschaft, deren Struktur auf Schnelligkeit beruht. Das Alltagsleben erscheint monoton und verplant. Dem Freiheitsdrang stehen immer mehr Beschränkungen entgegen. Die Suche nach Grenzerfahrungen wird deshalb zum Volkssport. In einer Welt, in der die Regeln immer rigider werden, suchen Menschen das Risiko in Sport und Freizeit. Wie sehen die Alltagsdrogen der Zukunft aus? Mittel, die eine Veränderung der Kultur und der Gesellschaftsstruktur nach sich ziehen. Auf Wunsch lässt sich das Selbstbewusstsein stärken und der Appetit zügeln, ohne wie bisher die Gesundheit zu gefährden. Im Fokus? Stoffe, mit denen der Konsument in seinem Gehirn Bewusstseinszustände ändern kann. Die Pharmakonzerne setzen auf einen Milliardenmarkt. Denn bei diesen neuen Medikamenten geht es nicht um den Heilungsprozess, sondern lediglich um eine dauernde Überdeckung unerwünschter Symptome. Es geht also um die Veränderung der Gesellschaft im psychischen Bereich. Es zeichnet sich ab, eine neue Generation von Alltagsdrogen, die sogenannten Lifestyle-Drogen. Das sind also Drogen, die sehr stark unser Verhalten in eine gewünschte Richtung beeinflussen können. Also zum Beispiel Viagra, zum Beispiel Prozac, wo wir Schüchternheit und Depressionen korrigieren können, auf Deutsch Fluctin. Und immer neue Schöpfungen aus den Labors, die uns im Grunde einen Lebensstil ermöglichen sollen, den wir gerne hätten. Die uns also zum Beispiel ermöglichen, Dinge zu essen, die uns nicht unbedingt gut tun oder die uns ermöglichen, ein Sozialverhalten an den Tag zu legen, das uns gar nicht entspricht und so weiter. Also wir gehen zunächst von einem Wunsch, von einer Projektion aus, wie wären wir gerne, was hätten wir gerne und suchen dann, finden inzwischen auch, ein Mittel, das uns dabei hilft. Die Zauberkugeln des 21. Jahrhunderts werden aus den unterschiedlichsten Quellen stammen. Aus Pflanzen, Mikroorganismen und Hightech-Produkten der synthetischen Chemie. Die Gentechnik ermöglicht, gezielter auf die Rezeptoren im Gehirn zuzugreifen. Doch mit den Möglichkeiten wachsen auch die Gefahren. Wenn Sie einschneidende Erlebnisse haben, wie wir sie jetzt gerade im Moment auch erleben, wo wirklich die ganze Menschheit plötzlich bedroht ist, da könnte es durchaus sein, dass diese enorme Angst, die jetzt akut hier auf diesem Globus zu sehen ist, die also dramatisch ist, weil sie ja auch überall rumkommt, könnte dazu führen, dass man jetzt sagt, wir brauchen jetzt eine Substanz, um diese globale Angst irgendwie zu beeinflussen. Solche Dinge wären natürlich kolossal gefährlich, weil wenn sie Angst abbauen, und wenn sie so etwas für alle verändern, dann wäre es natürlich sicherlich ein Desaster vorprogrammiert. Nicht nur die medikamentöse Abschaffung der Angst, auch die Herstellung anderer körpereigener Wirkstoffe in Form eines Medikaments wird die Gesellschaft grundlegend verändern. Endorphine in Tablettenform zu schlucken ist wesentlich einfacher, als sie durch stundenlange körperliche Anstrengung selbst zu produzieren. Die Zukunftsvisionen, die die Pharmaindustrie in Tablettenform bereithält, erreichen auch zunehmend ältere Menschen. Cholesterinsenkende Präparate für den übermäßigen Appetit und Stimmungsaufheller im Kampf gegen die Altersdepression. Wenn eine zunehmend gestresste Gesellschaft sich nicht verändern kann, werden eben die notwendigen Mittel hergestellt, um die Überforderung auszublenden. Diese Gesellschaft
funktioniert nicht ohne Drogen. Und die zukünftige Gesellschaft, die wir jetzt in diesem gerade begonnenen neuen Jahrhundert vor Augen haben, wird noch weniger ohne Drogen funktionieren können angesichts der allgemeinen Beschleunigung, unter der wir alle leben und immer mehr Menschen auch leiden. Ich gehe davon aus, dass der Grundzustand der Menschen heute der ist, mehrheitlich ein Gefühl des Überfordertseins. Wenn man jung ist, kann man das sehr gut verdrängen. Da hat man Kraft und Energie. Je älter man wird, desto mehr wird man das merken. Und dieses Älterwerden setzt heute schon sehr früh ein. Ich kenne eine ganze Menge 30-Jähriger, die bereits ziemlich ausgebrannt sind und ihren Alltag nur noch bewältigen können, indem sie beispielsweise Speed nehmen. Also eine der Grundsubstanzen zum Funktionieren dieser Gesellschaft in diesem Beschleunigungsrausch ist Amphetamin in all seinen Abwandlungen als Pfanddroge wie als Medikament. Ohne das würden unsere hochindustrialisierten Gesellschaften im Zeitalter der New Economy nicht existieren können. Nahezu alle menschlichen Aktivitäten und Gewohnheiten besitzen Suchtpotenzial. Ob am Glücksspielautomaten oder beim Roulette, ob im Internet oder im Buffet, die Sucht findet sich überall. Letztendlich ist es nicht allein der Stoff, der für Abhängigkeiten verantwortlich ist, sondern der Konsument. Selbst Sportler können suchtartige Verhaltensmuster zeigen. Der zunehmende Gebrauch von Alltagsdrogen erfordert ein Umdenken in der Gesellschaft. Der Mensch sollte kein automatisierter Bestandteil eines Industriestaates sein. Und der zunehmende Erlebnishunger sollte durch Entschleunigung wieder zu mehr Erlebnistiefe geführt werden. Wer wirklich etwas erleben will, der sollte nicht nur auf den Kick aus sein, sondern versuchen, seine Erlebnisse als Erinnerung zu bewahren. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Entwicklungen der Pharmaindustrie. Hier werden die Wundermittel der Zukunft erforscht. Chemikalien, die uns das Erleben erleichtern oder aber uns in weitere Abhängigkeiten führen. Eine drogenfreie Gesellschaft ist eine Illusion. Doch was wir brauchen, ist eine Neubewertung unserer Alltagsdrogen und einen ständigen Diskurs, in dem Wissen, dass es keine endgültigen Lösungen im Umgang mit Alkohol, Nikotin und Medikamenten gibt. Widerstand wird selten geleistet. Methamphetamin ist das Kokain der armen Leute. Wenn Polizisten Labors ausheben, stürmen sie nicht Gangsterhöhlen, sondern Giftküchen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier wird das Elend selbst gebraut. David Gibson macht im Cumberland County, Tennessee, die Methamphetamin-Razzien für den Sheriff. In dem Motel dort war unser letzter Zugriff. Als es anfing mit der Meth-Welle, haben wir 3-4 Labors jeden Tag gefunden. Allein hier in unserem County. Yes, all throughout the county. Provinz. Die hausgemachte Droge wütet wie ein Flächenbrand im ländlichen Amerika. Im Amtsgericht Crossville hält Richter Douglas zweimal die Woche Gerichtstag. I can give him my speech. Are you ready? Yep. All right. Come again, court is now in session. It's just
Eins führt zum anderen. Die Sucht macht krank, die Familie geht kaputt, Job weg, Diebstahl, Probleme. Meth zerstört die Menschen und ihre Umgebung, das soziale Netz. Wegsperren ist keine Lösung. Im County-Gefängnis mussten sie anbauen. 128 Gefangene, zwei Drittel wegen Methamphetamin-Delikten. Mandy Genovese ist hier die Krankenschwester, Meth-Expertin notgedrungen. Experimentieren wie mit Marihuana geht nicht. 97% sind abhängig nach dem ersten Versuch. Meth dringt in alle Gesellschaftsschichten ein. Arm, reich, oben, unten. Meth hat keine Vorurteile. Meth liebt sie alle. Therapieeinrichtungen gibt es kaum. Wem das Gift einen Rest Verstand lässt, der muss raus aus seiner alten Clique. Irgendwo im Wald ist ein Frauenhaus, in dem eine Gruppe nach dem Zwangsentzug im Knast versucht, wieder auf die Füße zu kommen. Nikki Payne organisiert hier alles. Sie hatte mit Meth angefangen, als sie 15 war. Tracy und Lauren überwinden sich zu reden. Ich war ein behütetes Kind, gute Noten in der Schule, süß und unschuldig bis zum College. Mit 21 hatte ich wohl das Gefühl, ich muss was nachholen. Da ging es los mit Methamphetamin, 12 Jahre lang. Ich hatte eine Familie, 4 eigene Kinder, die wurden mir weggenommen. Meth hat mein Leben ruiniert. Ich habe alles verloren. Am Ende auch noch die Unterwäsche. Nikki erzählt, was Meth am Anfang bringt. Energie, super Sex. Bis das Gehirn streikt und die Zähne ausfallen. Ihr Ausweg war Gott. Wenn du ganz unten bist, dann ist es am besten, wenn du Hilfe ganz oben suchst. Gott hat auf mich gewartet. Er weiß, was er tut. Was man braucht für den Giftcocktail, ist frei erhältlich. Erkältungspillen, Aceton, Schwefel zum Beispiel. 12 Millionen Menschen haben zumindest damit experimentiert. Die Herstellung ist hochbrisant, oft kommt es zu Explosionen. In der Spezialklinik für Verbrennungen in Nashville werden Leben gerettet, die in den primitiven Meth-Labors aufs Spiel gesetzt wurden. Dr. Jeffrey Guy ist trotzdem frustriert. Wir haben Patienten, die so süchtig nach Methamphetamin sind, dass sie nicht aufhören können. Einer war monatelang hier in der Intensivstation. Kaum war er entlassen, hat er sich wieder in die Luft gejagt. Nicht mal Verstümmelungen schrecken sie ab. Sie gehen hier raus und der Teufelskreis fängt wieder von vorne an. Wir erleben das immer wieder. Methamphetamin beschädigt die Gehirnzellen. Euphorie schlägt um in Depression. Der Sheriff von Crossville, Butch Burgess, berichtet von 30 Selbstmordversuchen im Gefängnis in einem Monat. Das erste Mal beschreiben sie alle als einen totalen Orgasmus, das Tollste, was sie je erlebt hätten. Aber so gut wird es nie wieder. Es gab Gefangene, die mich gebeten haben, sie im Gefängnis zu behalten. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Mütter von Häftlingen, die sich bei mir bedanken, dass ich ihre Kinder gerettet hätte. Mehr als die Hälfte aller US-Sheriffs bezeichnen inzwischen Methamphetamin als ihr Drogenproblem Nummer 1. Zerstörte Existenzen, horrende Kosten, im Stich gelassene Kinder. Polizei, Behörden, die Institutionen im ländlichen Amerika, ganz besonders die Kinderpflegeheime, sind völlig überfordert. Bye bye, heile Welt.